Hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Folge meines Singleplayer-Projekts auf der Stattenbach. Laut Stream sollte ich eins machen. Wurde sich gewünscht, auf jeden Fall. So, dann reden wir nicht um heißen Brei, fangen wir direkt mal an, ne? Direkt erstmal mit Zeitraffer. Und zwar fahren wir hier schön mit einem 744 IAC mit dem Basfrontlader, der Klinke und einem Ballenspieß von Göwei Ballen holen. Ich glaube, die Maschinenvorstellung mache ich hier nach. Also, bis gleich. Don't you think we're done? Don't you think we're done? Don't you think we're done? So, jetzt haben wir schon mal die ersten zwei Beine rausgefahren. Auf jeden Fall, die IAC macht sich super dafür. Ja, keine Frage, ist ja ein IAC. Aber ich wollte jetzt ein bisschen was noch über den Hof erzählen. Der Hof ist ein kleiner Nebenerwerbshof. Wir haben eine Handvoll Tiere, also bis jetzt nur Kühe. Ich habe drei Schlepper, ich glaube fünf Wiesenfahren und vier Ackerflächen, die wir hier bewirtschaften. Alles, sage ich mal, in dem Maschinenstil von den 60er, 70er, 80er Jahren. Das ist halt ja meine Regierung von Maschinen, wo ich mich gern drin bewege. Auf jeden Fall noch mal was zum Orgel. Hier in dem Projekt werde ich, also habe ich fast nur Privatmods drin. Also es wird keine Modliste dazu geben. Und Save den Download lohnt sich ja nicht, weil viele Leute möchten nach Sendung gegen die Maschinen haben. Geht ja nicht, weil die meisten Maschinen sind ja halt nur privat. Entweder sind sie, sag ich mal, komplett privat, nur ein bisschen umgebaut oder anderer Skin drauf. Deswegen darf ich, und weil ich keine Rechte von den Maschinen habe oder von den Geräten, kann ich die ja nicht zum Download stellen, ja, wie gesagt. Noch was anderes. Alles, was nicht privat ist und gefragt werden in den Kommentaren, versuche ich so schnell wie möglich zur nächsten Folge zu beantworten. Es kann ein, zwei Folgen dazwischen sein, weil ich vielleicht mehrere am Stück auch zwischendurch noch aufnehme. Das ist halt so die Sache. Aber ich lese mir die Kommentare durch und beantworte sie in dem Projekt. Einfach fragen, ich schaue die Antworten aus. Auf jeden Fall, jetzt geht's weiter. Wir sehen uns gleich am Hof wieder. Wenn ich ganz bald nach Hause fahre habe. Und dann stelle ich euch mal die Maschinen vor. Also, bis gleich.
So, jetzt haben wir alles fertig, alle Beine heimgefahren. So, ich wollte jetzt erstmal jetzt mit der Hof durchstarten. Erstmal, wo wir sind. Moment. Wir sind hier mitten im Ortskern. Und zwar hier. Den Hof bewirtschaftet sich. Ist ein kleiner, schöner Kuhhof. Wir können auch gerade mal machen, dass wir den von oben mal angucken. So. Das hier, was ihr seht, ist original. Die Halle habe ich noch selbst angebaut. Die Halle hat einen super duper Vorteil, ne? Da ist eine Hackschnittsalzung drin. Also. Kann ich hier meine Hackschnitzel reinhören. Wir fangen mal von vorne nach hinten an. Hier die Halle, also diese, eher gesagt Hütte, hatte ich mir vorgesehen, vielleicht Saatgut und alles reinzupacken in Säcke und alles. Das müssten wir aber dann nächstes Jahr sehen, wenn wir ansehen. Hier ist ein kleiner Hühnerstall. Den habe ich noch nicht voll, müsste ich aber jetzt mal bald ein paar Hühner kaufen und da reinpacken. Hier ist der 744. Hatte ich aber die Fritzmeier-Kabine ohne die Seitenplan genommen. Schöner Bars Klinkbondlader, gibt übrigens Frage Modding-Welt. Der Traktor ist glaube ich auf LS-Portal. Aber nicht so, ich habe ein Getriebe umgebaut. Und vom Klinklader die passende Forke dazu. Schön Ballenspieß von Göber, gab es im Mod-Up. Quennerlandflug, auch im Mod-Up. Eine kleine Ecke, auch im Mod-Up, 3 Meter glaube ich. Und 2,50 Meter Grubber, ist auch ein Lizard glaube ich im Mod-Up. Da oben steht unsere Feldspritze, 8 Meter, ist glaube ich auch Mod-Up. 3 Meter Isaria Drille. Talex Schwader hat 360 glaube ich Arbeitsbreite. So, ich habe nämlich hier schon auch was vorgearbeitet, deswegen habe ich schon mal ein bisschen Fahrsilo. Dauert aber noch ein bisschen, bis das fertig ist. So, Frontwinde für einen Schlepper. Kann man vorne ins Frontseil, ich glaube Modding Welt war das. Ein Inu-Mulcher, Mod-Up. Der Mengele-Kipper ist privat. Ist im Moment ein Tieflager, kann man als Hexe aufbauen und Kipper machen. Der Anderson ist ein Standard-Game, Rückewagen. So. TB6 Metatech ist auch im Mod-Up, ist glaube ich im TB-Pack drin vom Metatech. Ja, müsste. So. Jetzt seht ihr unten bei was Drehschirmkipper. Der müsste auch irgendwo so zum Download sein. Auf jeden Fall haben wir hier noch einen Krone-Ladwagen, den Turbo 250. 2500, Entschuldigung. Wie gesagt, die Hackschnitzerheizung haben wir hier. Dann ein IAC 633 zweite Generation mit dem RAU. Was ist das, ein Axis? Ne, RAU ZA. Ne, ZSA 850. Ne, 580, so. Entschuldigung. Ein paar Gülleschläuche, Fliegetransportbox. Unsere Heuballen, die wir heimgefahren haben gerade. Ein paar Gewichte. Ich glaube 500 Kilo. IAC-Koffergewichte. Eigenbaugewicht 500 Kilo. Palettengabe fürs Heck und Schäferwerkzeuge. So. Dann haben wir ja die Gülleschläuche hier. Dann gehen wir mal hier hoch. Wir haben hier einen kleinen Viehwagen. Ich glaube, der ist auch im Mod-Up zum Download. Ein Schäfer. Wie gesagt, ist ein schöner kleiner Hoflader. Muss man ja haben, wenn man hier so ein bisschen Hof hat. Kann man auch mit Frontlader, ist schöner hier mit Schäfer. Passende Gabe da vorne zu. Dann hier noch die restlichen Heuballen. Strohballen habe ich leider nur 3 Stück, weil ich einen kleinen Acker gehabt hatte. Und hier hatte ich noch ein bisschen Mischration für, sage ich mal, wo ich noch kein Futter hatte für die Tiere, um die Tiere zu versorgen. So, gehen wir mal hier runter. Hier hinten drin haben wir einmal unsere Metechnik, einmal den Rest von, also ein Krone Easy Card, gibt glaube ich auch zum Download irgendwo, und ein Deutz-Fahr-Wender, ist ein 6-Stern-Wender, schön hintergezogen, den kann passend hinter dem 353 gezogen werden, IAC auch natürlich, mit, was war das, Triolet Siloblockschneider.
Für Silo draußen. Einmal eine kleine Bandsäge und eine Tischkreissäge. Für, sage ich mal, das Brennholz, also für das Holz, was in den Häcksler kommt. So, eine Sache habe ich euch noch nicht gezeigt. Und zwar die Tiere. Wir haben 14 Tiere, Mutterkühe. Wenn die hier Kälber, also kriegen, kommen sie hier vorne in die Kälber-Igelclubs. Deswegen habe ich auch den Viehwagen oben. Dann noch was für Manual System, kennt man natürlich. Und das habe ich auch noch platziert, ein Dolker-Silo. Hier kommt dann das Dolker, sage ich mal, Mineralfutter rein für die Tiere. Ne? Dann Landflächen. Habe ich einmal die Wiesen. Also die Wiese 40, 42, 57, 59, 150, 151. Dann die Felder 96, 90, 87 und die 147. Das war's. Ist, sage ich mal, die Felder, ja, könnte man mehr nehmen für jetzt die Maschinen, die wir haben, aber ich dachte erstmal kleinen Anfang, man kann sich ja immer noch hocharbeiten. Natürlich spiele ich auch mit Precision Farming. Das wird jetzt unsere nächste Aufgabe. Oh, hier muss ich die Bodenwerte noch machen und da auch. Wie gesagt, da auch. Dünger. Einmal Dünger und pH auffahren. Dazu schnappen wir uns jetzt einen Kipper, am besten den da, und einen Schlepper. Den 744, glaube ich, ja. Und dann kaufen wir mal ein bisschen Mineraldünger und bringen den auf. Aber ich weiß nicht, wie wir das machen, ob in dieser oder nächsten Folge. Auf jeden Fall hole ich den diesmal. Ausbringen tun wir vielleicht auch nächste. Mal gucken. So. Jetzt hänge ich erstmal den Ballenspieß hinten ab. Sorry, wenn ich diese ruckartigen Bewegungen mache mit der Kamera. Ich bin das noch nicht so gewohnt mit dieser smoothen Führung, wie Luca das und alles macht. Ich bin halt eher noch Neuling, was das Aufnehmen betrifft. Ich bin immer dabei, aber wie gesagt, das muss jetzt nicht sein. Die Ballen fahre ich dann nachher ein. Auf Screen. Das ist ein bisschen langweilig für die Folgen. Das war also bestimmte Arbeit mache ich auch auf Screen. Ist halt angenehmer auch zu gucken dann, wenn zum Beispiel Holz zu fahren ist, kann man ja nicht die ganze Zeit gucken, wie ich den Holzanhänger, also mit dem Kran die ganze Zeit fahre. Das wäre auch auf Dauer ein bisschen langweilig. Deswegen dachte ich, so bestimmte Arbeiten zeige ich. Für interessante und bestimmte nicht. So. Dann fahren wir mal zum Händler. Nochmal ein paar Takte zur Stattenbach zu sagen. Die Stattenbach ist eine Beta. In der Zeit, wo ich sie jetzt aufnehme, ist die noch zum Download. Beta. Aber laut Austria Farm, Austria LS Farming, so, soll sie bald nicht mehr zu Download sein. Zu diesem Thema werde ich mich aber nicht äußern, was da passiert ist. Nur mal das jetzt klarzustellen, wir distanzieren uns von diesem Konflikt. So, ich belade jetzt mal gerade den Anhänger mit bisschen, sage ich mal, Dünger. Und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Hab Dünger aufgeladen. 3000 Liter. Und den fahren wir jetzt mal zum Hof. Und dann befüllen wir erstmal den Streuer mit dem Schäfer. So. Aber was mich wundert, ist, dass wirklich die Stattenbach, sag ich mal, vom Grund ist sie ja gleich aufgebaut wie im 17er. Und
Aber es fehlen so manche Sachen, die im 17er zum Beispiel waren. Zum Beispiel, wir kommen aus da und sagen wir mal, hinten der größere Hof auf der anderen Map-Seite war eigentlich mein Traumhof immer. Und so wie er aufgebaut war, wer im 17er noch da war, kennt es. Vielleicht kann Ben ein Bild raussuchen und gerade einblenden. Wie gesagt, ich finde es schade, dass man sowas in der Art nicht mehr gemacht hat, aber das Meckern gerade auf einem hohen Niveau, was ich mache. Wie gesagt, die Map ist super toll und alles. Keine Frage, aber ist halt noch eine Beta. Ne? Man kann ein, zwei Sachen noch besser machen, ja, aber ist halt wie gesagt noch eine Beta. So. Dann nochmal gerade aussuchen. Konnten wir wollen wir. So. Dann sind schon gerade noch. Zack. Die Beingabel lassen wir hier oben. Ja, wie gesagt, die Forke. Nicht wundern, das ist so ein Bug von dem Gebäude. Das ist jetzt ein bisschen komisch. So ist richtig. Nämlich, sonst blendet der diesen Adapter ein. Nämlich die Geräte, die hier der Schäfer hat und in dem, also in dem Gerätepack bei ist, zeigen nicht diesen Adapter an. Nämlich dieser Adapter ist nämlich unrealistisch. So. Gerade den 633 heraus. Auch der ist umgebaut, nicht wundern, vom Betriebe her, und den gab es oder gibt es auf FBM zum Download. Ist richtig, also gibt es in drei Generationen, einmal die erste, die zweite, die habe ich jetzt, und eine dritte Generation. Also es lohnt sich, die mal anzuschauen, weil die von den Proportionen passen sie auch. Ein, zwei Sachen fehlen mir, zum Beispiel Kabine, die Originalkabine, die sie drauf haben. Die 33er hat ja eine extra gedesignte Kabine, aber das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Zack. So. Ja, befülle ich den auch gerade. Dann wird Dünger ausgebracht. Oh, das wollte ich nicht. War ich wieder zu hastig. Aber kriegt er locker gestemmt. Zur Not hätte ich noch ein Koffergewicht, das ich vorne reinmachen könnte. Aber brauche er jetzt nicht. Ist ja gut ausbalanciert. So, dann gerade den Rest noch aufsammeln. Dünger ist ja teuer ohne Ende. Das wäre ja schade drum. So, dann machen wir den aus. Den machen wir auch aus. Den machen wir auch zu. Dann fahren wir mal mit dem 33er zum ersten Feld. Und dann wird schon mal gestreut, ne? Zu welchem Feld fahren wir am besten? Fangen wir bei der Wiese 42 an. Die ist so schön. Und da kann ich euch direkt mit dem Feldweg zeigen, nämlich der ist richtig versteckt. So, da fahren wir gerade hier runter. Aber das Streuen würde ich in die nächste Folge mit reinpacken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt,
euch dann noch einen schönen Abend. Schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare, wie ihr es findet, also mit dem meinem Projekt jetzt. Wenn ihr Mods-Fragen habt, wenn ihr Fragen zum Projekt habt, wenn ihr generell Fragen an unser Team habt, stellt die ruhig in die Kommentare. Ich werde es in diesem Projekt diesmal beantworten. Und ich habe nichts mehr zu sagen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.